Zeit fürs neue Fürstenball ist gekommen. Denn heute ist es wieder soweit, von Mautern beginnt die Faschingszeit. Aus meinem Buche sehe ich heraus, er ist ein Mann mit Format, denn er ist auch im Gemeinderat. Ein Fastminister ist er auch, denn lang schlafen ist bei ihm der Brauch. Motorradfahren ist seine Leidenschaft und im Facebook holt er sich die Kraft. Sie kommt von einem anderen Land und ist im Facebook seit voriges Jahr bekannt. Sie malt alles, was sie im Kopf hat und schlägt nie Kaffee oder Bier ab. Sie ist Kellnerin vom Beruf und ist so, wie Gott sie schuf. Jana und Matthias, tretet vor und stellt euch als neues Fürstenpaar vor. Es ist wie jedes Jahr im Brauch, der Fasching, der schlägt und krönet euch auch. Kniet nieder! Willst du, Matthias, uns die erste Mautener Faschingsgilde als Fürst Matthias von Fabianis durch den Fasching begleiten, sowie bei Schabernack und Naredein zu leiten? So sprich uns nach und sage laut, ja, ich will es auch. Ja, ich will es auch. Wir schlagen dich und krönen dich zum Fürsten Matthias von Fabianis den Ersten und begrüßen dich hiermit in unserer nahen Mitte. Nun zu dir, Jana. Willst auch du, Jana, uns die erste Mautener Faschingsgilde? Ja, ich will. Als Fürst? Wie bei Schabernack und Naredein zu leiten. So sprich uns nach und sage laut, ja, ich will es. Ja, ich will. Wir schlagen dich und krönen dich zur Fürstin Jana von Fabianis die Erste und begrüßen auch dich in unserer nahen Mitte. Nehmt die Kelche in die Hand und saugt sie aus bis an den Rand. Und jetzt wisst ihr es genau, hier ist das heurige Fürstenpaar Mama. Ich darf nun unseren Herrn Bürgermeister zu uns bitten. Ich möchte lieber der Eckel. So, lieber Bürgermeister, wir nehmen den Schlüssel in Verwahr und regieren im Rathaus bis zum Ende vom Faschingsjahr. Willst du ihn nicht rausrücken, dann müssen wir ganz heftigst bitten. Vorbei sind nun die strengen Zeiten, denn ab heute wird das Rathaus der Fasching leiten. Denn, lieber Bürgermeister, ab heute hat deine Macht ein Ende. Wir sehen uns erst am Faschingsende. Mama! Mama! So, ich übergebe euch also den Schlüssel zum Rathaus. Ich muss eines dazu sagen, also ich glaube, ihr könnt nichts anstellen, denn die Kasse ist leer. Du weißt, dass also Matthias als Fürst, also, dass also die Truhe, da schaut man schon auf den Hund. Aber es ist trotzdem ein bisschen noch etwas drinnen und daher vertraue ich euch den Schlüssel an mit dem Spruch: Leben nie ohne zu lachen, denn dein Lachen ist das Leben anderer.
Dem also übergebe ich dir, Jana und Matthias, den Schlüssel. Und ich hoffe, ihr geht mit dem Wahlspruch gut um. Ich weiß, dass das bei euch sicher der Fall ist. Und ihr seid das erste Paar, das also jetzt ein neues Gewand anhat. Deswegen also, sage ich, also mit dem Gewand also wird auch ein neues Leben in das Rathaus einkehren. Alles Gute, liebe Geschwister. Viel Spaß und gute Unterhaltung.